So, jetzt kommt der dritte Teil. Wir üben also nochmal den Umgang mit den rationalen Zahlen. Formeln umstellen haben wir eben gemacht. Ich teile das Video in drei Teile auf. Also, jetzt geht es so weiter. Boah, das können wir hier lassen. Und zwar der dritte Teil. Jetzt geht es uns wieder um die rationalen Zahlen und Klammern und so ein Kram. Das ist jetzt unser Gegenstand der Übung. Ich schreibe jetzt gleich eine Aufgabe auf und dann geht's weiter, wie bisher. So, nächste Übung. Da steht eine eckige Klammer um alles. Dann haben wir hier eine größere Klammer, also Wurzel aus 25 plus Wurzel aus 100. Und dann teilen wir den ganzen Kram durch minus 15 und ziehen noch minus minus 4 ab. Denkt an Punkt- und Strichrechnung und so weiter. Jetzt nicht Klaps rückwärts, denn wir lösen hier keine Gleichung, sondern wir wollen wissen, was x ist. Okay, kurz zur Erklärung. Das hier, ich mache das mal in Ocker. Wurzel aus 25 ist 5. Wurzel aus 100 ist 10. Und 5 plus 10 und das alles durch minus 15 ergibt diese 1. Das 15 durch minus 15 ist diese minus 1, daher kommt die. Und der Rest ist dann wieder ganz leicht. Damit ich nicht schneiden muss, also sicherheitshalber nochmal. Ich habe hier mal Pfeile ran gemacht und das vollzieht man dann zu Hause nach. Also Wurzel, Wurzel ergibt das. Und das geteilt durch das ergibt insgesamt das hier. Und dann kommt die Aufgabe. So, die neue Aufgabe, jetzt lasse ich gleich mal das Video an, ist dieser Ausdruck. Darum eine eckige Klammer. Plus 4. Ja, ach was, das ist langweilig. Klammer zu, fertig. Und Action. Ja gut, das ist ein Kurzvideo gewesen. Nee, nee, Klammern. Minus 2 Drittel plus 3 Halbe. Gemeinsamer Name ist Sechstel. Erweitern ergibt minus 4 Sechstel plus 9 Sechstel ergibt 5 Sechstel. Ich kann auch die Aufgabe umdrehen. Ich hätte auch schreiben können 9 Sechstel minus 4 Sechstel. In diesem Fall, ne, die Summanden vertauschen. So, ergibt auch das Gleiche. Okay, das bis dahin. Die Zeit ist reif. Wir hören an der Stelle schon mal beinahe auf. Und ich schließe das Video ab. Was ich nur empfehlen kann, grundsätzlich mit Brüchen umzugehen. Und zwar gleichnamig machen und so weiter. Das müsst ihr üben. Das müsst ihr drauf haben. So, ich wünsche was. Das war ein Kurzvideo. Schönen Feierabend. Tschüss.